Das ist die Prima Muslima. In ihrem Blog erzählt die Jurastudentin Mervi Kay von ihrem Alltag, ihrer Familie, darüber, was sie über Frauen, Männer und Religion denkt. Mit ihrem Blog will sie zeigen, wie sie lebt. Denn wenn Leute ihr Kopftuch sehen, wird sie für viele zum wandelnden Klischee. Mit ihrem Blog bringt Mervi Kay Menschen zum Nachdenken. Das merkt sie auch am Feedback. Da steht zum Beispiel drin, dass ich was in der Gedankenwelt verändert habe, dass ich was aufgeräumt habe oder strukturiert habe, sodass Muslime nicht mehr in irgendeiner Hinterecke stehen mit diesem Bild von Aisha, die mit 4 Jahren auf einem Esel hierher gedackelt kommt aus Tief-Anatolien, sondern eben jemand, der hier ist und da sein muss. Und anscheinend finden viele Leute ihre Geschichten spannend. Sie hat über 14.000 regelmäßige Leser. Hin und wieder veranstaltet die Prima Muslima Frage-Antwort-Runden, bei denen es zum Beispiel darum geht, ob deutsche Männer mit muslimischen Frauen flirten dürfen. Blogs von und für die anderen Deutschen gibt es inzwischen viele. Danger Bananas etwa erzählt vom asiatisch-deutschen Leben, der Schwarze Block ist ein Diskussionsforum für schwarze Deutsche und Zwischen den Polen ist ein Block von polnischen Migrantinnen der zweiten Generation. Sie alle stellen mit ihren Online-Journalen eine Öffentlichkeit her, in der sie selber zu Wort kommen. Und häufig sind die Blogs auch Foren, um sich untereinander zu vernetzen. Sabine Mohammed ist seit 2 Jahren aktiv bei United for Eritrea, einem Bündnis für regimekritische Eritreer und Eritreerinnen. Also der Vorteil für uns im Netz ist, dass Eritrea eine starke Zensur hat. Das bedeutet, dass wir im Netz an Informationen herankommen, die wir so nicht bekommen würden. Das andere ist, dass die eritreische Diaspora weltweit zerstreut ist und wir dadurch uns übers Internet vernetzen können und eine gemeinsame Plattform haben. Es gibt ca. 5 Millionen Eritreer im Land und 1 Million, die in der ganzen Welt verstreut leben. United for Eritrea nutzt das Internet, um diese Menschen miteinander zu verbinden. Außerdem informiert die Organisation über das repressive Regime des Landes und organisiert Protest- und Hilfsaktionen. So nahm sie etwa 2013 bei der Katastrophe von Lampedusa Kontakt zu Aktivisten in Italien, Schweden und in der Schweiz auf, um eine gemeinsame Hilfsstrategie zu entwickeln. Wie genau Migranten Medien nutzen, das untersucht Laura Suna an der Uni Bremen. Eine ihrer Erkenntnisse bisher, dass Migranten das Netz speziell dazu nutzen, um sich zu radikalisieren, wie manche deutsche Bürger fürchten, dafür fand sie keine Belege. Wohl aber dafür, dass Migranten häufig zu den Netzvielnutzern gehören. Ja, man kann sagen, dass die Migranten tatsächlich mehr digitale Medien nutzen als die deutsche Bevölkerung, weil sie ja internationaler vernetzt sind und viel mehr Kontakte im Ausland haben und durch digitale Medien wie Skype oder auch Facebook und andere soziale Netzwerke können sie ja, dieses Dabeisein sehr gut weiterpflegen. Ein Sonderfall ist die Gruppe der kurdischen Migranten. Aufgrund des fehlenden Staatsgebiets bildet die Community im Netz eine virtuelle Nation. Die User von Blogs und Foren beziehen sich auf ein Land namens Kurdistan mit einer virtuellen Staatsgrenze, die es völkerrechtlich so nie gegeben hat. Wenn man so will, ist Kurdistan ein rein virtuelles Land, das über das Netz seine Kultur pflegt. Durch kurdische Zeitungen, kurdisches Fernsehen und ein kurdisches Nationalarchiv, durch Sprachkurse und Online-Kongresse. In einer Gesellschaft zu leben, die anders tickt als man selber, ist nicht leicht. Das Netz kann helfen, zu den eigenen Wurzeln Kontakt zu halten. Und wie das Beispiel Kurdistan zeigt, können Menschen sich auch einem Land zugehörig fühlen und dessen Kultur pflegen, das in dieser Form nur online existiert.